Im ADAC Fahrsicherheitszentrum Kaiserkuhle im westfälischen Rüthen absolvierten 12 Berufskraftfahrer der Universaltransportgruppe ein eintägiges Sicherheitstraining nach den Bedingungen des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Begonnen wurde auf dem 5 Hektar großen Gelände mit leichten Lenk- und Slalomübungen. Nach jeder Übungseinheit traf sich dann die Gruppe mit dem Fahrlehrer, um Erfahrungen auszutauschen und das Erlebte noch einmal zu diskutieren. Neben der optimalen Sitzhaltung ging es auch um die richtige Einstellung der Außenspiegel, um einen toten Winkel möglichst zu vermeiden. Dann ging es wieder auf die Strecke und es wurden Vollbremsungen aus verschiedenen Geschwindigkeiten geübt. Speziell behandelten Untergrund, der sogenannten Gleitfläche, standen dann weitere Bremsübungen auf dem Programm. Die nächsten Übungen wurden dann zur Hälfte auf der Gleitfläche und zur anderen Hälfte auf normalen, nassen Untergrund gebremst. Hier galt es, ein Ausbrechen des Fahrzeuges zu verhindern. Jetzt war ich auf der Hälfte, über der Hälfte war ich mit Gegenlenk beschäftigt. Das jetzt mal bei Schnee und wirklich bei Eis auszuprobieren, wie gerade da unten auf der flachen Fläche, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kommt wesentlich später auf Eis zu stehen und das ist auch wirklich, wirklich kriminell. Also man kann dann wirklich auch, wenn man, ist auch egal, wie viel der LKW wiegt oder was, wenn es dann so Schnee und Eis wird, am besten ranfahren und stehen lassen. Alles andere ist, ja, angehender Selbstmord, würde ich mal bald sagen. Ne? Sicherheitstrainings heute war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ja, die Schadensquote der Fahrzeuge zu verringern und die, ja, das Bewusstsein bei den Fahrern zu fördern, wie schnell es zu Unfällen kommen kann und versuchen, diese Unfälle dann in der Form zu vermeiden. Ja, das Verhalten zu erkennen, wie es eben bei schlechter Witterung, schlechten Verkehrsverhältnissen, schlechten Straßenverhältnissen sich darstellt, ja, und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ja, das ist so der Hauptfaktor eines Sicherheitstrainings. Haben wir heute relativ gut erreicht, bedingt aufgrund der Wetterlage, die sich ja heute schon als sehr schwierig dargestellt hat, haben wir die Ziele sehr gut darstellen können.